ganz herzlich willkommen hier bei Sky Sport News HD an diesem Dienstagnachmittag, zwei Tage nach der Pleite der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko zum Auftakt. Die zweite Chance haben sie dann gegen Schweden. Das ist eigentlich erst am nächsten Wochenende dann soweit, am Samstag. Dagegen sind andere Teams heute schon zum zweiten Mal im Einsatz. Unter anderem auch die Spornaya nach ihrem grandiosen 5:0-Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien. Auch dazu später bei uns hier mehr in der Sendung. Schön, dass sie bei uns sind. Ja, die Gastgeber auf jeden Fall mit einem guten Spiel, was man von der deutschen Mannschaft nicht behaupten kann. Und man fragt sich diese zwei Tage danach immer noch, woran es denn jetzt gelegen hat, diese Leistung gegen Mexiko. Manuel Neuer sieht die Schuld da durchaus bei den vermeintlichen Führungsspielern. Und er will eben auch nicht ausschließen, dass man die Mannschaft aus Mexiko dann durchaus auch ein bisschen unterschätzt hat. Die Hauptursache liegt natürlich auch bei uns Führungsspielern, dass wir diese Bereitschaft nicht hatten, dann auch auf dem Platz das selber in die Hand zu nehmen, zu organisieren. Und wenn man sich gewisse Situationen aus der ersten und zweiten Halbzeit anschaut, dann war es nicht immer so, dass wir komplett schlecht dastanden bei Ballverlust, sondern dass alles noch hätte geregelt werden können in der Defensive, im Umschaltspiel und auch dann in der Organisation im Sprechen. Und diese Bereitschaft beim ersten Gruppenspiel war jetzt noch nicht so 100% da gewesen, wie man es aus den vergangenen Turnieren kannte. Und dann hat man aber auch gemerkt, dass Mexiko einfach keine Laufkundschaft ist, sondern dass es auch eine gute Mannschaft ist und die uns dann wirklich vor Probleme gestellt hat, womit wir dann in der Situation nicht umgehen konnten. Auffällig war auch beim Spiel gegen Mexiko, dass gerade die Einwechselspieler frischen Schwung gebracht haben. War es jetzt ein Mario Gomez oder Marco Reus, Julian Brandt, allesamt kamen sie mit frischem Elan rein, eine Nummer, die auch an Manuel Neuer nicht spurlos vorübergegangen ist. Ich denke, alle Einwechslungen waren positiv. Jeder hat sich reingehauen. Man hat es gemerkt bei den Spielern, dass sie gebrannt haben von außen. Und die Spieler, die jetzt auch nicht gespielt haben, die brennen alle. So viel kann ich sagen. Man hat es auch schon im Training gesehen jetzt am Montag, dass alle gebrannt haben. Es war ein sehr gutes Training, wie ich finde. Ich habe es beobachtet. Wir hatten Regeneration und haben unsere Übungen gemacht und man konnte zusehen, wie die Spieler wirklich gekämpft haben auf dem Platz. Und da auf dem Platz sozusagen von außen sieht man, dass jeder Spieler zum Einsatz kommen möchte und auf jeden Fall auf einen Einsatz brennt. Was man jetzt braucht, ist neue Ideen und vor allem auch ein Perspektivenwechsel. Ein Ortswechsel kommt da gerade recht und das zumindest wird in den kommenden Tagen passieren. Sotschi heißt jetzt die neue Adresse, vor allem auch für das Spiel dann am Samstag gegen Schweden. Uli Köhler ist schon einen Schritt voraus und ist schon angekommen in Sotschi. Hier sehen wir es also auch ein bisschen stürmisch bei euch. Ich hoffe, kein schlechtes Omen für das Spiel am Samstag. Wir wollen sprechen über Manuel Neuer auf der Pressekonferenz. Hat sich ja auch sehr selbstkritisch gegeben, hat viel analysiert, hat die Meinung gesagt, ist mit der Kritik umgegangen. Hat sich die Mannschaft jetzt so ein bisschen selbst wachgerüttelt? Es wurde ja viel gesprochen im Team. Ja, es muss ja irgendwann was passieren und wenn jetzt nicht, wann dann überhaupt? Und ich glaube, da hat die Mannschaft schon schwer auch untereinander sich mal ordentlich die Meinung gegeigt, auch ohne Joachim Löw hat ja das zum Teil stattgefunden, zum Teil nur im Mannschaftsrat und heute eben die große Aussprache und Manuel Neuer hat ja auch so irgendwie durchklingen lassen, es darf keine zwei Meinungen auf dem Platz geben, wie zu spielen ist, sondern nur die, wie Joachim Löw es gesagt hat, dass man es machen soll. Und da müssen sie einfach hinkommen. Das weiß jeder für sich natürlich auch. Und ganz interessant, es gibt ja so eine Parallele zur Weltmeisterschaft in Brasilien. Da wäre man ja gegen Algerien auch fast rausgeflogen aus der ganzen WM. So schlecht war das Spiel, so uninspiriert waren alle. Und es ist einzig Manuel Neuer zu verdanken gewesen, dass die Mannschaft überhaupt im Turnier geblieben ist und nicht rausgeflogen ist. Also so einen ähnlichen Effekt, der muss jetzt natürlich auch passieren. Sie haben jetzt ein bisschen Zeit hier und du hast schon angesprochen, hier in Sotschi sind die Voraussetzungen so, dass man hier sich auch wohlfühlen kann. Eben, liegt irgendwie so ein bisschen auf einer Höhe wie die Côte d'Azur, also wie Nizza oder Monte Carlo. Wir sehen es auch hinter dir gerade, sehr viele halbnackte Menschen laufen darum, mal mehr, mal weniger gut trainiert, muss man auch dazu sagen. Könnte es das vielleicht auch sein, dass es ein bisschen wärmer ist, ein bisschen angenehmer ist, letztlich ein bisschen mehr Flair von Campo Bahia hat? Vielleicht fühlen sich einfach die Deutschen dort wohler?
Also die gut Trainierten, die kommen erst noch hier, nämlich wenn die deutsche Mannschaft dann landet. Das ist hier so gegen ungefähr 19 Uhr Ortszeit, kommen sie hinter mir im Mannschaftshotel an. Aber ihr seht schon, eine schwarze Wolkenfront braut sich drohend auf, aber schauen wir mal, die wird über uns hinwegfegen. Wir werden dann nicht mehr da sein, aber Hauptsache die Mannschaft kann einfach gut landen. Du hast das schon angesprochen. Es ist unglaublich, die Atmosphäre. Man spricht ja immer davon, dass gerade dieses Quartier Campo Bahia in Brasilien einen wesentlichen Ausschlag gegeben hat für diese Leistung der deutschen Mannschaft. Man kann es nachvollziehen. Das wisst ihr ja auch. Man fährt in Urlaub, steigt aus und irgendwie kommt sofort das Gefühl, ich fühle mich wohl. Und genauso ist es hier uns gegangen, als wir ausgestiegen sind, hängt natürlich damit zusammen Palmen, Sonne, Strand und vor allem die Luft. So eine warme 26 Grad Luft und dann so eine Feuchtigkeit, diese Brise, das schafft einfach Lust. Und das braucht die deutsche Mannschaft. Und der Bundestrainer wollte ja gerne hier sowieso Quartier beziehen, aber das gab es unter komischen Umständen dann plötzlich doch nicht, war nicht möglich. Man hat sich dann für Moskau entschieden und deshalb auch dieser verlängerte Sochi-Aufenthalt jetzt von 5 Tagen für die Mannschaft. Das hat der Bundestrainer ja extra so gewollt. Also der war eh schon sauer, dass man gar nicht hier total das ganze Turnier bestreitet. Und so sind sie jetzt da. Und am Quartier kann es diesmal nicht liegen. Also perfektes Hotel und auch die anderen Umstände sind sehr, sehr gut. Daran wird es nicht scheitern. Ich muss einfach noch mal nachhaken, Uli, jetzt gerade, weil du bist auch schon lange dabei bei Nationalmannschaftsreisen, bei Turnieren im Ausland. Das war immer auffällig. Die Deutschen sind immer die, die am besten untergebracht sind, die sehr, sehr viel Zeit, Energie da reinstecken bei der Auswahl. Campo Bahia hat man sogar neu bauen lassen. Und jetzt ist man eben in Watutinki. Das alles mutet an wie eine Sportschule. Man ist eben nicht in Sochi. Wie konnte das passieren? Das wirkt so gar nicht DFB-like. Gregor, das ist ein großes Fragezeichen. Also irgendwas ist passiert, dass man gegen den Willen des Bundestrainers ein Quartier bezieht, das passiert nicht alle Tage und da hat es auch richtig gekracht. Die logistischen Gründe sind meiner Ansicht nach nur vorgeschoben. Es ist nicht so viel weiter von Sochi zu fliegen in die anderen Städte und gerade der Weg zum Flughafen ist hier nur 10 Minuten, der ist in Watutinki auch eine halbe Stunde. Also das sind für mich vorgeschobene Gründe. Natürlich gibt es ein bisschen weniger Reisestress, wenn man im Turnier weiterkommt. Also in der Vorrunde wäre der Reisestress gleich geblieben. Zweimal fliegen, einmal da sein. Und es erschließt sich nicht so ganz, was da war. Vielleicht lag auch im Hintergrund, dass irgendjemand dieses Hotel da, diese Sportschule im ZSKA-Club beziehen musste. Das ist ja der Armeesportclub. Das hat sehr viel politischen Einfluss hier. Also irgendwas ist da passiert. Natürlich geht es auch ums Geld. Das wäre hier bedeutend teurer gekommen, der Aufenthalt hier als dort. Aber die deutsche Mannschaft hat schon immer für die Titelverteidigung genügend Geld ausgegeben. Und es war ja immer gut investiert. Und außerdem ist auch genügend da. Also es gibt nicht wirklich Dinge, wo man es dran festmachen kann, außer dass irgendwas im Hintergrund da gelaufen ist, dass man dann letztlich in die Sportschule Watutinki gehen musste. Da gab es auch im Vorfeld eine Absichtserklärung. Danach hat sich der DFB sehr spät entschieden, sodass man hier nicht mehr her konnte. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich finde es hier bedeutend schöner. Und das Schöne ist, ich habe diesmal Unterstützung vom Bundestrainer. Und deshalb stehst du auch goldrichtig. Das sind jetzt die Voraussetzungen, daran kann man jetzt sowieso nichts mehr rütteln. Aber erzähl uns doch mal, was so in den nächsten Tagen ansteht. Man hat ja doch ein bisschen Zeit, um den Bock noch umzustoßen bis Samstag. Was wird die Mannschaft alles tun? Also natürlich, die Aussprache war heute wichtig. Sie muss jetzt Taten folgen lassen. Das hängt natürlich auch mit einem intensiven Training zusammen. Denn man kann nicht einfach irgendwie so lasch rumlaufen und dann plötzlich auf die Minute den Kopf frei bekommen und den Schalter umlegen. Das hat man gesehen. Alle haben ja gesagt, nur Vorbereitungsspiele, nur Saudi-Arabien, nur Österreich. Und dann, wenn es darauf angekommen ist, hat eben genau das Umschalten nicht geklappt. Das geht nur, wenn man schon fokussiert ist, auch im Training. Das muss im Training dann vielleicht auch das eine oder andere Mal weh tun und zwar richtig körperlich weh, weil man einfach zu lang. Nur so baut man auch die Gier auf, auch die Aggressivität muss aufgebaut werden, um dann zu hoher Leistung zu kommen. Also das ist ja nichts Neues, was ich da erzähle. Die Frage ist nur, ob die Mannschaft das dann jetzt wirklich auch umsetzen kann. Also wenn sie sich jetzt schon mal die Köpfe halb eingeschlagen haben in Watutinki, Manuel Neuer war ja heute noch sehr, sehr vorsichtig, aber ich glaube, da ist es auch laut geworden, da hat es auch gekracht und jetzt ziehen wieder alle an einem Strang und ob der Strang dann lang genug ist, bis ins Finale reicht. Schauen wir mal.
Wir haben alle gesehen, schauen wir mal, ja, der ist leider nicht mit dabei. Wir haben jedenfalls alle gesehen, dass die Einwechselspieler auch ordentlich Schwung gebracht haben beim Spiel gegen Mexiko. Sei es jetzt Marco Reus, den ja viele in der Startformation gesehen hätten, lieber, oder auch ein Julian Brandt, Mario Gomez. Erwartest du einen von den dreien oder alle drei möglicherweise sogar dann im Spiel gegen Schweden? Ich erwarte vom Joachim Löw, dass er nicht die ganze Mannschaft umkrempelt. Das wäre ja jetzt auch wahrscheinlich kontraproduktiv. Aber er muss die Schlüsselstellen neu besetzen. Und wenn er da mutig ist, kann er auch Erfolg haben. Wenn er das nicht, wenn er nicht mutig ist und die Mannschaft trotzdem ein schlechtes Spiel macht, wird er es um die Ohren bekommen. Das kann man an zwei Personen festmachen, Sami Khedira und Mesut Özil. Die müssen meiner Ansicht nach ersetzt werden. Und da stehe ich nicht allein. Ilkay Gündoğan hat eine perfekte Saison bei Manchester City gespielt, ist ein richtig guter Mittelfeldspieler, ist jünger, ist aggressiver, ist defensiv stark für Khedira rein und natürlich Marco Reus anstelle von Mesut Özil in die Mannschaft. Dann bleibt immer noch die Frage, was passiert mit Thomas Müller. Gut, Müller spielt immer, aber das muss er sich langsam mal wieder verdienen. Dieses Attribut, Julian Brandt wäre bereit, hat man gesehen, hat in 10 Minuten zumindest ein bisschen Wirbel gemacht, auch wenn nichts Zählbares rausgesprungen ist. Aber ich bin mir ganz sicher, brauche ich dem Bundestrainer nicht groß erzählen, hat er selber gesehen. Ist die Frage nur, ob er mutig genug ist, denn mit der Herausnahme von Khedira ist auch das, die Balance in der Hierarchie natürlich ein bisschen erschüttert. Er kommt als Weltmeister, er ist der große Elder Statements, er bestimmt auf dem Platz und. Wenn der draußen ist, ist das schon für die Stimmung und für die ganze Balance der Hierarchie ein Problem, aber nur durch Innovation und damit auch durch neue Hierarchien kann sich letztlich irgendwie ein Erfolg einstellen. Samstag sind wir alle schlauer, wie er dann aufstellen wird, der Bundestrainer Joachim Löw. Und was die Geschichte mit dem Quartier angeht, da werden wir mal Raphael Buschmann, den Investigativjournalisten von Spiegel Online, drauf ansetzen, was da passiert ist, dass es eben nicht Sochi geworden ist, sondern Vatutinki. Dankeschön, Uli Köhler, für uns aus dem sonnigen Sochi. Es gab ja eine ziemlich lange Debatte, wo solle man dann sein Quartier aufschlagen bei der Weltmeisterschaft in Russland. Die eine Fraktion war rund um Moskau rum oder eben die andere war dann nach Sochi, wo man übrigens auch beim Confed Cup dann zu Hause war. Und da hat man ja gute Erfahrungen gemacht. Man hat das Ding immerhin dann gewinnen können, obwohl doch viele, viele Stars gar nicht mit dabei waren. Für uns in Sochi übrigens jetzt, Uli Köhler, unser Reporter, vielleicht gleich mal an dich zunächst die Frage, was ist denn der große Unterschied zwischen diesen Orten, zwischen diesen Standorten, zwischen Moskau und Sochi? Das kann man einfach überhaupt nicht vergleichen. Also in Vatutinki ist 40 Kilometer außerhalb von Moskau. Es ist eine Plattenbausiedlung. Dann kommt ein langes Nichts, ein grüner Zaun. Und dann kommt ein eingezäuntes Hotel, wo sich Fuchs und Hase nicht nur gefühlt gute Nacht sagen, sondern auch wirklich in echt. Und das ist zwar ein sehr schöner Trainingsplatz, das Hotel eine bessere Sportschule, wie Joachim Löw das gesagt hat. Und das Wetter war in den letzten Tagen auch ganz gut, aber man kann auch Regen und 16 Grad da haben, wie wir das am Anfang dieses Ausflugs hierher nach Russland, der deutschen Mannschaft, miterleben konnten. Ja, und hier ist einfach Wohlfühlcharakter. Und ich verstehe die Argumentation nicht ganz. Also Oliver Bierhoff hat ja dann nicht nur logistisch argumentiert, sondern hat gesagt, ja, es muss was anders werden als 2014 dieses Campo Bahia. Das ist natürlich für mich völliger Quatsch, weil wenn etwas funktioniert hat, und zwar zweimal, zum einen natürlich Campo Bahia und dann noch mal vor einem Jahr hier in Sochi, dass man Confed Cup-Sieger geworden ist, das hängt jetzt nicht zwingend alles mit dem Fußball zusammen. Aber wir haben ja gelernt, man muss auch ein bisschen ganzheitlich denken. Und ganzheitlich heißt, dass die Seele sich auch wohlfühlen muss. Und der Körper, Seele, Mensch, das Wohlfühlen, das ist ein wahnsinniger, ausschlaggebender Energieeffekt für alle. Und das wurde dann einfach plötzlich vom Tisch geschoben wegen logistischen Gründen und weil man einfach irgendwas zwingend anders machen wollte. Also ich glaube, irgendeine Geschichte steckt da noch dahinter. Man hatte frühzeitig einen Vertrag vielleicht zu frühzeitig unterschrieben oder vielleicht haben auch die Russen ein bisschen Druck ausgeübt, dass einer in das ZSKA-Hotel unbedingt gehen muss. Wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren. Allerdings war der Bundestrainer auch sehr erbost darüber, dass er nicht hier nach Sochi durfte. Er wäre gerne hier wiedergekommen. Kein Wunder, wenn man den Confed Cup mit dem Lager hier bestens gewinnt. Und da waren die Spieler auch echt gut drauf. Und ich weiß ja, ich habe ja nachher noch mal mit Niklas Süle gesprochen. Der hat gesagt, auch hier, das war einfach alles top.
Und ich kann endlich mal mein Asterix-Lateinwissen anbringen, mens sana in corpore sano. Ne? Also ein gesunder Geist in gesundem Körper ist eben auch da ganz wichtig, um ganzheitlich Erfolg zu haben, lieber Uli. Asterix lesen bildet tatsächlich. Ja. Lass uns aber mal ein bisschen noch über die Gespräche reden. Die Pressekonferenz heute von Manuel Neuer. Ich habe es noch richtig gelernt. Ich kann gestehen, auch ich habe es richtig in der Schule gelernt, aber Asterix hat trotzdem geholfen. Manuel Neuer, der hat sich die Gallier heute auch gewissermaßen verbal geprügelt. Da gab es ja auch da mal diverse Aussprachen zwischen Asterix, Obelix, Trubadix, Methusalix und wie sie alle hießen. Und offenbar war das heute auch der Fall, denn die Pressekonferenz mit Neuer begann mit 50 Minuten Verspätung. Was glaubst du, hat es da so richtig gekracht dann auch zwischen den Akteuren? Also da hat es sicher nicht mehr gekracht. Da war die Aussprache mit dem Trainer Joachim Löw. Und die hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich bin mir ganz sicher, dass vorher natürlich der eine oder andere schon mal auch intern ein Fass aufgemacht hat. Es gab auch eine Mannschaftssitzung, eine Mannschaftsratssitzung. Und man hat sich auch intern natürlich getroffen, so wie wissen wir. Und da hat es natürlich gekracht. Also ich war jetzt nicht dabei. Da wurde aber dann schon mal Tacheles geredet, wer, wo, wann, was nicht richtig gemacht hat oder anders als der Trainer sagt. Und wir haben das ja erlebt, das Ballbesitzspiel der Deutschen, das ist zwar moderner Fußball, aber anfällig, wenn nicht alle mitmachen. Wenn schon einer nicht mitmacht, das haben wir auch unter Pep Guardiola bei den Bayern gesehen, dann funktioniert es nicht mehr. Wenn dann zwei, drei nicht mitmachen oder vier, dann ist eine Katastrophe. Das haben wir auch gesehen gegen Mexiko. Dann gibt es Konter auf Konter. Für mich die groteskeste Situation war, wo Boateng in der Mitte stand und rechts zwei Mann frei an der Mittellinie und dann ganz allein die aufs Tor zugelaufen sind. Also solche Szenen im modernen Fußball ist absoluter Anachronismus. Das darf nicht wieder vorkommen. Das alles wurde angesprochen. Und Manuel Neuer hat ja auch so durchblicken lassen, so ein bisschen zwischen den Zeilen, es darf keine zwei Meinungen auf dem Platz geben. Was folgern wir daraus? Es hat zwei Meinungen gegeben. Immer schlecht. Also beim Fußball. Ja, auf jeden Fall, einer muss da ganz klar das Sagen haben. Jetzt ist es eben gegen Schweden am Samstag schon ein echtes Do-or-Die-Spiel. Sie müssen definitiv gewinnen. Was glaubst du, wie wird der Bundestrainer möglicherweise reagieren? Wo wird er umstellen? Wem wird er vielleicht jetzt eine Chance geben und wen aus der Startformation rausnehmen? Also der Bundestrainer hat sich auch nach dem Spiel sehr bedeckt gehalten, hat gesagt, er wird jetzt nicht alles umkrempeln. Das ist auch richtig so. Es kann ja nicht plötzlich alles falsch sein, aber er muss an gewissen Stellschrauben drehen und das sind die zentralen Stellschrauben. Es hat gehapert in der Abstimmung, auch in der Hierarchie. Wenn dann nichts funktioniert, dann müssen die Leute hergehen und müssen dann auch mal Tacheles auf dem Feld reden und selber umstellen. Das alles ist nicht passiert. Für mich gibt es nur eine Lösung. Sami Khedira muss auf der Bank Platz nehmen, Mesut Özil muss auf der Bank Platz nehmen und dafür kommen einfach Marco Reus vorne hinter den Spitzen und Ilkay Gündoğan, das ist ja auch einer, der kann es ja richtig, der hat mit Manchester City die Premier League locker gewonnen, ist ein Liebling von Pep Guardiola, kann richtig gut kicken und wenn er dann mit einem guten Spiel auch noch die ganzen Nebengeräusche ausschalten kann, ist glaube ich allen geholfen. Jetzt wissen wir aus Social Media, dass die deutsche Mannschaft bereits unterwegs ist, dass sie ihr Quartier verlassen hat und im Fliegersitz in Richtung Sochi. Was ist denn noch geplant dann nach Ankunft? Gibt es noch irgendwelche Trainingseinheiten, so ein leichtes Akklimatisieren an das eben, wie du schon beschrieben hast, sehr, sehr andere Klima? Da vorne, genau hinter der Kamera, können wir jetzt leider nicht hinschwenken, wird Beachvolleyball gerade gespielt. Das werden sie nicht machen. Nee, die kommen erst um 7 an. Da heißt es erstmal Gewöhnung an die neue Umgebung. Und das, glaube ich, wird sehr schön sein. Hinter mir ist ja das Mannschaftshotel, davor ein riesengroßer Garten. Und es ist lau hier, die Luft, auch abend noch 26 Grad. Da kann jeder einmal gut durchatmen. Und dann wird er schon dieses Gefühl kriegen, dieses Urlaubsgefühl. Du bist doch sicher auch schon mal aus dem Flieger ausgestiegen, ja, so leicht feuchte Luft, 26 Grad, so. Ha, wunderbar. Du so wächst es. In und mir. Wenn Sie das dann das mitnehmen Fernweh. Und übertragen bis zum Stadion, super. Hervorragend. Ja, das klingt wirklich nach einem möglicherweise funktionierenden Prinzip. Das könnte klappen, dass Sie einfach ankommen, sich von Beginn an wohlfühlen. Die Wärme, das feuchte Klima dann spüren und dann vielleicht noch ein bisschen Beachvolleyball spielen. Wer weiß es schon, Uli. Kann ja auch da nochmal entschlacken. Dankeschön jedenfalls. Grüße ans Schwarze Meer nach Sochi.